Hallo Leute, mein großes Paket ist gekommen und weil ihr ja alle so auf Unboxing-Videos steht, tue ich das jetzt auch mal und gucke, was der nette Herr Jonathan Bancroft mir eingepackt hat. Das ist jetzt nicht das größte Nerf-Paket auf YouTube, das mir bewusst. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass es etwas größer ist, aber der Inhalt zählt ja. So, Nummer 1, ein Rebel Crossbow Blaster, den ich super schick finde, den ich auch unbedingt haben musste. Und wieder noch das momentane Giveaway, was immer mit dabei ist, ab einer bestimmten Bestellmenge für Leonard Blaster, ein Nachfüllpaket. Da habe ich auch schon eine Idee, was ich damit mache, weil ich eigentlich keinen Leonard Blaster habe, aber es gibt da was, was ich auch irgendwann mal gerne ausprobieren wollen würde, von daher ist das auch sehr cool. Und tada! Endlich sind sie da. Die Zombie Strike Hammer Shot. Extrem cool, dass es bei Bancroft ein Doppelpack-Angebot gibt. Sprich, man bestellt gleich zwei Hammer Shots und spart ungefähr 5 Euro. Was insofern super ist, weil ich sowieso zwei haben wollte. Und das halt echt ein sehr guter Deal ist, finde ich. Die Hammershot ist ja an sich jetzt nicht unbedingt billig. Kostet so knapp 22 Euro. Ist auch im Einzelhandel 1 Euro teurer sogar noch. Da muss ich sagen, das ist zwar schade, aber ich habe sie vor ein paar Tagen schon mal in der Hand gehabt und die ist wirklich jeden Cent wert. Das ist sie. Sehr schick. Der Spannhebel, haben wir hier gesehen. Ist interessant, dass er so langsam nach vorne geht. Das ist eigentlich nicht so gut. Das habe ich jetzt schon mal bei einem anderen Modell, bei einer anderen Hammershot auch schon gesehen. Gucken, ob das vielleicht zu Problemen führt. Gucken, ob das bei der anderen genauso ist. Damit ihr auch was vom Unboxing habt, mache ich das jetzt einfach mal so. Immer schön ein Messer von einem weg, ne? So, da haben wir den anderen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war jetzt die mit dem Hahn, der sich so langsam nach vorne bewegt. Ist bei der auch genau ähnlich. Ja, ziemlich. Gucken. Wenn das jetzt bei beiden so ist, dann wird das wohl so seine Richtigkeit haben. So, Hammershot. Soll ich ein bisschen was erzählen? Ist ein bisschen halt wie eine Maverick oder wie eine Strongarm. Hat zwar nur 5 Schuss, also 1 Schuss weniger, aber halt eben das Coole ist halt dieser Spannhebel, der sich halt mit einer Hand bedienen lässt. Und es halt natürlich dann möglich macht, zwei zu bedienen, also beidhändig zu bedienen, oder das, der Anglizismus des Dual Wheels. Ist halt ganz cool. Was man halt auch noch machen kann, ist halt hier den Abzug gedrückt halten und dann so. Aber wie gesagt, da muss ich mal gucken, da muss ich mal aufmachen, ob das wirklich was bringt, also ob das wirklich ein Problem ist oder nicht. Ich kann auch einfach mal die mitgelieferten Darts laden, weil das sind Darts, die muss man so laden. So. Das ist halt nochmal schöner und die Trommel ist aber auch ganz schön eng. Das ist nicht schlecht.
Was halt insofern das Nachladen verbessert, im Gegensatz zu Strongarm, ist halt, dass die Trommel hier nicht noch ausgeklappt werden muss. Also man ist halt schneller. Wenn man hier diesen Bügel entfernt, was man wohl auch machen kann, hat man halt wirklich eine völlig offene Trommel. So, jetzt schieße ich mal hier runter. Ui. Da könnt ihr euch auf das ausführliche Review echt freuen. Das ist echt richtig cool. Also, oder die Waldfee, also die Teile können richtig was. Und das Geile ist halt, die sind so aufwendig designt, das macht echt Spaß. Ich gucke mal, ob der Autofokus von der Kamera das hinkriegt. Ihr seht hier diese Holzstruktur im Griff. Ist echt super, super cool. Also ist für mich jetzt schon, auch wenn das ausführliche Review halt noch ein bisschen auf sich warten lassen wird, wirklich unter den Top 5 Nerf Blastern überhaupt. So, da haben wir nämlich die Zombie Strike Hammershot. Wieder hier mit dem bekannten Artwork hier auf der Rückseite. Gucken wir mal, was hier noch in diesem hier drin ist. Wahrscheinlich gar nichts. Handbuch vielleicht. Handbuch. Und die von der Sledgefire schon bekannten, da fallen sie alle raus, ich dachte, die wäre zu, Schablonen zum Besprühen. Also kauft man sich das Doppelpack, hat man Schablonen en masse. Das sind glaube ich leider alles die gleichen, bis auf natürlich dann der ist bei der Sledgefire nicht dabei, weil es halt eine Hammershot halt ist. Ansonsten sind das, soweit ich das erkennen kann, ja, lass mal hier ein Banana Zombie, so ziemlich die gleichen, aber das kann ich im später folgenden Review nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Dann haben wir hier noch den Rebel Crossbow. Das Ganze ist vom Design her, ne, halt eine Armbrust. Das ist mal ein großes Paket. So. Falls ihr irgendwie Gelächter irgendwie im Hintergrund hört, also ich bin gerade hier im Wohnzimmer und meine Frau guckt Two and a Half Men, also wenn ihr Lachen hört, das ist entweder der Fernseher oder meine Frau und die lacht nicht über mich, sondern über Two and a Half Men. So, einmal nehme ich hier die, darf ich den Strong Arm sagen, natürlich nicht, sondern eben der Guardian Crossbow, wie er in vollen Namen heißt. Prinzipiell eine Strong Arm, etwas größer, etwas teurer auch, aber prinzipiell wie eine Strong Arm, die halt als Armbrust daherkommt. Das wird wahrscheinlich hier einfach so draufgeklippt. Ja, ist auch eher nur kosmetisch, aber die ist aber süß. Hätte ich auch größer mir vorgestellt, aber irgendwie ist die echt knuffig, gerade weil sie so klein ist. Und der Vorteil halt zur Strong Arm ist halt, dass man hier einen schönen Griff hat und nicht irgendwie so spannen muss, sondern halt einfach einen schönen Pumpgun-Griff hat. Süß. Also, das kann schon ganz schön was. Und hier halt noch wieder eine 6-Schuss-Trommel im Gegensatz halt zu den Hammershots. Bei den Mädchen-Blastern kommen hier noch, bei der Rebel-Serie, ich will jetzt nicht zwingend Mädchenblaster sagen, weil ich bin ja kein Mädchen und mir ist es prinzipiell auch wurscht. Also ich mag die Armbrust einfach so super gerne und dass das jetzt eigentlich für Mädchen ist, ist mir jetzt prinzipiell egal. Wir haben jetzt, was mir allerdings echt ziemlich egal ist, sind hier eine Eigenart, die halt hier mit Rebel einherkommt, sind diese schicken Sammler-Darts, die halt alle irgendwie unterschiedlich designt sind, obwohl der schwarze ist echt ganz cool. Verdammt, jetzt fange ich auch schon an. Der schwarze ist echt ganz cool, von denen hätte ich doch gerne mehr. Sind halt hier diese Sammler-Darts,
Es soll wohl auch irgendwie Deko-Darts, habe ich gehört, zu Zombie-Strike rauskommen, aber ob die wirklich dann alle so unterschiedliche Designs haben, da bin ich jetzt gerade überfragt, aber es gibt halt Zombie-Strike-Deko-Darts, aber ich glaube, die sind einfach nur besonders bedruckt und nicht irgendwie wie hier halt verschiedene Designs. Hier sind nochmal zwei andere. Wie gesagt, das muss jetzt nicht zwingend für mich sein. Und hier sieht man halt, dass Kohle wirklich auch, dass die Trommel halt völlig offen ist und ziemlich schnell aufgeladen ist. Und das Teil kann halt auch Slam feiern, also. Cool. Also, hat auch wirklich meine Erwartungen nicht enttäuscht. Das ist echt ganz schön hier, das Zeug, das Plastik, das ist relativ biegsam, das ist eigentlich ganz nett. Schön ist, dass es grau ist, also ich werde wahrscheinlich das Ganze hier mit Holzoptik versehen. Und dann ist es halt schön, dass diese biegbaren Plastikarme halt aus grauem Kunststoff sind, also so grau Anthrazit. Weil die halt zu bemalen ist ziemlich müßig, weil dadurch, dass sie halt flexibel sind, wird es halt mit ziemlicher Sicherheit alles wieder absplittern. Und wenn das jetzt pink gewesen wäre oder so, dann wäre das echt nicht gut gewesen. Das Einzige, was man da hätte wirklich machen können, wäre halt die irgendwie mit Güteband oder also mit irgendwelchem Tape zu entwickeln zum Beispiel. Das wäre halt noch gegangen, aber so können die halt einfach grau bleiben. Das ist schon echt ganz cool. Ja, also dazu gibt es dann halt auch nochmal ein spezielles Review. Ich habe mir auch noch aus Amerika einen anderen Rebel Blaster mitbringen lassen. Der in Deutschland so, ich glaube, jetzt erstmal nicht erscheinen wird. Prinzipiell halt die Rebell-Version hier von der Hammershot. Und die werde ich dann natürlich mal gegenüberstellen. Was ich allerdings jetzt schon sagen kann, ist, dass hier bei der Hammershot der Abzugsgriff sehr viel leichter zu erreichen ist als bei der Rebell-Version hier der Sweet Revenge. Einfach aufgrund der Form des Griffes hier. Also hier ist einfach der Daumen viel, viel näher am Abzug. Und als gerade für jetzt für große erwachsene Hände ist das schon ganz gut machbar, aber für 10-Jährige könnte es vielleicht schwierig sein. Die werden das dann halt so mit zwei Händen machen müssen. Ich habe die Hammer schon am Anfang echt nicht so super gemacht, weil die halt so überkandidelt irgendwie ist. Aber jetzt, also als ich sie das erste Mal in der Hand hatte, habe ich schon gedacht, das ist doch schon ziemlich, ziemlich cool. Und also da werde ich viel, viel Freude mit haben. Und wenn ihr sie euch holt, ihr auf jeden Fall auch. Ja, das kleine Unboxing, ausführliche Reviews kommen in Kürze und freut euch drauf und bis zum nächsten Mal.